Und damit nach langer Zeit hallo und herzlich willkommen zurück zu Valkyria Chronicles 4. Ich glaube, ist es ein Jahr her oder so, wo ich es gespielt habe? Ich weiß es gar nicht. Oder war das Anfang des Jahres? Letztes Jahr. Ich wollte es unbedingt immer wieder weiterspielen und dann war wieder zu viel los. Und dann, wenn nicht so viel los war im Sommer, wo ich es eigentlich zu Ende spielen wollte, da gab es halt dann trotzdem zig andere Spiele, wo ich dann lieber gespielt habe. Und lustigerweise ist es wie bei Valkyria Chronicles 1 oder was ist 2 ja schon? Keine Ahnung. Wo ja auch so aufgebaut war. Da habe ich es auch erst nach einem halben Jahr dann zu Ende gespielt. Hatte ich aber damals ja das Let's Play. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir genau waren. 18.10. Ach du Scheiße. Das ist echt über ein Jahr her, wo ich das gespielt habe. 21.10. habe ich das letzte Mal aufgenommen gehabt. 17 Stunden. Es ist, glaube ich, dann Folge 42 oder so. Andre Kai. Stimmt, ja. Wir hatten das Problem, dass wir die Offensive verloren haben. Oder den Angriff. Und haben uns da nach und nach durchgekämpft und sind an dem Schnee stecken geblieben, sind fast vernichtet worden und dann ist dieses Schiff aufgetaucht, wie ihr auf dem Bild seht. Das, was uns da gerettet hat. Und seitdem geht's, glaube ich, jetzt mit der anderen Kai weiter. Stimmt, ja, Kai ist eigentlich männlich. Der hat sich aber dann vom Staub gemacht oder sowas oder infiltriert irgendwie ein anderes Gebiet. Und damit er nicht als Ding angezeigt wird, als Deserteur, ist seine Schwester, glaube ich, eingestiegen. Die auch Kai heißt. Also als Doppelgänger. Episode ansehen. War da überhaupt irgendwas mit Kämpfen dabei? Jetzt bin ich mir überlegen, ob wir uns die alle wieder anschauen. Von Lena zu Kai. Geheimmission, getrennte Wege, Doppelgänge. Wobei, ihr könnt ja die alten Folgen anschauen. Das müssten, glaube ich, 41 Folgen sein, wenn ich gesehen habe. Da schließen wir auch direkt an. So, wait. Kai's replacement is... You? But how are you supposed to... I mean, you're a girl! How is his sister supposed to play his double? Come on, Kai. There's no way this is gonna work. My brother already told me what to do. He also said you two could make it work somehow. Look, Lena, you know what you're getting into, right? If your cover's blown, you'll be court-martialed, and... Lena who? My name is Kai. Yeah, sure, great. Yeah, that's fine. But it doesn't change the fact that you're... I mean, you're obviously... Is there some kind of problem? No. Claude, is everything okay? Hmm? Who's this? It's Kai. Huh? So, who is this girl? You heard her. From this day forth, she's Kai Shulin. I can't believe you agreed to this, Claude! A body double? If an officer finds out about it... Well, yes, you're right to be concerned, but... Maybe we should back out now and pretend it never happened. Before things get messy. But this is what Kai wanted, so... Why would Kai put you up to a crazy stunt like this? Good question. Raz? Care to explain? What? Throwing me under the tank? You son of a... Out with it, Raz. I'd hate to have to report this to our superiors before you can explain yourself. Whoa, hold your horses! Now there's a very good explanation for all of this, I swear! Really? And what might that be?
Well, you see, it's... This is, Lena Shulin's dream. Yep, ever since she was little, she wanted to join the Ranger Corps. When she was a kid, she'd always go on and on about being a ranger, keeping the peace, saving the homeland. She may be small, but she's been working her ass off for this since she was a kid. Is that true? But her parents were totally against it. Didn't want their precious daughter living the soldier's life, see? So, that's why her brother enlisted in her place. I mean, once you're in the military, your ma and pa can't do a damn thing about it, get it? This was their plan all along. They were just biding their time until the right moment for a big switcheroo. Hot damn, that's one hell of a gambit. I always figured Kai had no sense of humor, but if this is his idea of a joke, it's a darn good one. That aside, this is a clear violation of military code. Even if it's for Kai, we're playing a dangerous game. Ist es klar? Haben wir das jetzt den wirklich abgenommen? Okay. I don't know if this is going to work, Claude. No, it'll be fine. Just leave it to me. I'm not gonna deny it. This plan is insane. But we're Squad E. Doing the impossible is our job, right? That's precisely why Kai trusted us with his sister. He knew we could pull this off. There is no way this'll work. I mean, they're not even the same gender. How are we supposed to... No worries there. I mean, she may be a woman, but it's not like she's girly. Hell, she's more butch than most guys here. Just think of her as a guy with some glandular shit that looks like TNA. Typ mit dem Drüsenproblem. Oh, what? You gonna hit me now? Don't mind if I do! Well, you weren't wrong. I'm more man than a boy like you. Oh, goodness. But Raz is one of the best at CQC in the whole unit. She dropped him in one hit. There. See everyone? That proves it. If we want to get through the Ranger course, we need Kai on our side. We don't have to worry. Now that the test is over, our superiors won't pay much attention to personnel. If we make it through training, we can pull this off. I know we can. So, please. I want everyone working together on this. Come on, Kai. Your help. Well, after seeing what she's capable of. Mm-hmm. I think it'll be a ball having you around. We'd be happy to have you. My thoughts exactly. She's got guts, and that's what counts. You're one of us now! Let's do our best together. I wasn't expecting homework after the Ranger test. This could be a delicate operation. Maybe, but we're Squad-E. We'll make it happen. Thank you. All of you. Well, Kai, I just pull this off after all. Glad things worked out. Lass ihn liegen, er ist tot. So, Lena became Kai of Squad-E. And you can probably imagine what happened. It was just one thing after another. Come on, maggot! Keep that ass up! Huh? What was that? Sounded like a girl.
No! It's a snake. Jeez, calm down. It's just a coil of rope. Oh, how silly of me. It's you again. I said no chit-chat during training. Believe me, we had some close calls. Kai Shulin, your time on the short-distance sprint's gotten better. Huh? Whoa! What the? Private, your chest is bulging. Wait a minute. Shulin, are you... Crap! This is bad. I handle this. Oh, sorry about that, but we had to teach him a lesson. Lesson? Yeah! Kai barged into the woman's showers yesterday. Can you believe him? So we had to punish him. If he likes girls' underwear so much, he's gotta wear them during training. How do you like that, Kai? No more accidents, huh? Mm-hmm. The women's showers? Private, I have never been more more shocked and appalled. All right, maggots. Kai's mistakes are your mistakes. You all get another 50 laps. What? The problems just kept coming like that. Another day, another cover-up. Thanks to everyone's help and Kai's sheer willpower, we somehow made it through. But then, at the very end of the Ranger course, during marksmanship training... Today it's target practice, privates! We'll be using live ammo for this one. Whew. Looks like it's my time to shine. Kai Shulin! What? Sir, yes, sir! Word is you're the best shot in this squad. You sure don't look it. Oh man, we're boned. Yeah, Kai was our best marksman. If she screws this up, they're gonna know something's off. Damn it, what do we do? Hey, maggot! You got something to share with the class? Sir, no sir! Sergeant, I have a suggestion for today's training. Hmm? Ah, jetzt kommt mal wieder eine Mission. Sehr schön. Ja, das ist immer viel. Viel Light Novel-mäßig oder Visual Novel-mäßig und dann halt. Yo, Claude, just so we're straight. Mission. Sure this is gonna work, right? Die, wo bis zu der Mission natürlich geschaut haben, alle 41, die wissen das natürlich, alle, die wo ab jetzt das schauen. Hallo? Es gibt 41 Folgen vorher. Nur mal so. Die über ein Jahr alt sind. Fuck, dass das so lang her ist, ey. Schleichen also aufs Trainingsgelände und lassen die Ausbildung uns sehen. Lena schießt auf sein Ziel und wir auch, dann tun sie so, als hätten sie getroffen. Sind alle Ziele Lancers von Trupp E und wissen, was los ist. Ein Ausbilder, was merkt, ist es aus, wir bleiben besser versteckt im Gras. Oh, und erwarte nicht, dass Lena was trifft, das ist ziemlich aussichtslos. Darüber nachdenke, desto weniger glaube ich, dass das funktioniert. Niederlage, Claws. Claude und Raz beenden Runde ohne versteckt zu sein. Greife einen Feind an, der kein Ziel ist. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Wo ist denn die Kai? Ach, da. Bereit zum Einsatz. Ah, screw it. Not like we got a choice at this point. Let's go kick some ass! We can't let them blow our cover. Kai, Raz, I'm counting on you. Ich dachte, sie ist eine der besten mittlerweile. Let's begin. Training starts now! Raz, are you ready? Yeah. Locked and loaded. All right. Remember the plan? Shoot down the targets and make it look like they're Lena's shots. The instructors are keeping a close watch on the place. We have to make sure we aren't discovered. If they get too close, duck into the bushes and take cover.
Roger that. Laufen die eigentlich rum oder bleiben sie stehen? Tutorial Abwehrfeuerreichweite. Klasse ab. 270 Grad abwehren, andere Klassen im Blickwinkel von 90. Bedeutet das Betreten des Abwehrbereichs des Feindes die Niederlage. Achte auf ihren Blickwinkel. Hulisch, warum ist da neben mir einer? Konnte ich die Nummer auswählen? Hallo? Here comes the pain. Oh, schon verloren, oder? Achso, die drei müssen weg, oder was? Ich brauche ein bisschen zum Neikommen, ja. Okay. Nein, 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 nicht schießen. So, Claude, just hypothetically. Do you really need me to answer that? Hey, I'm just checking. More importantly, is Lena... I don't think we'll have to worry about that. Even when we were little, Lena was always quick on the uptake. That's probably why Kai trusted her to do this. He knew she could handle anything they throw her way. God, guess it runs in the family, huh? Yeah. Ja, was? Scheiße, wie ging das nochmal? Sichtlinien. Ah, okay. Missionsinfo. Alle Ziele werden ausgeschaltet. Sieg. Greife einen Feind an, der kein Ziel ist. Moving out. Target confirmed. R1 ist Zielmodus. Okay, ich kann mit dem wirklich nicht treffen. Scheiße. Also muss ich halt wirklich? Warte mal, nur mal nachschauen. Missionsinfo. Greife einen Feind an, klaut eine Runde und betritt auf eine Abwehr. Alle Ziele werden ausgeschaltet. 20 Runden vergehen. Also muss ich doch eigentlich? I got this. Mit dem denn abknallen dürfen, oder? Wide open! Hit confirmed! And of course you can hit that one, huh? Whew. I can't believe that worked. This is way more nerve-wracking than I thought it'd be. I almost had a heart attack there. So, warte mal kurz, L1-Karte. Der andere ist da hinten. Ich meine, wir sind versteckt, deswegen sehen die uns normalerweise nicht. Warum steht denn der eine? Was ist das für ein Ausbilder, Alter? So. Okay, da muss ich dann schauen, dass ich weiter renne bis dahin. Dann könnte ich von da aus vielleicht den ausschalten. Der da oben wird hart. Hallo? Ah, jetzt halt.
Ach scheiße, ich komme halt auch nicht nach, ne? So, jetzt ist dann die Frage, bewegen sich die anderen? So weiter ist bis dahin, kommen wir nicht. So. Jetzt ist die Frage, laufen die rum? Sind welche versteckt, ihr elenden Mistkerle? Ich dafür die Ausbilder dafür nicht weghauen. Hä? Wie soll ich nur den schaffen? Die Frage, darf ich an denen vorbeilaufen? Müssen wir ausprobieren. Commencing attack. Oh oh. Training, so the explosive shouldn't be that strong. Yeah, well, you're the boss. Granaten? Enemy sighted! Sniping from that distance? That'll be a tough shot. I don't know. It feels like du wirst mich verarschen, oder? Oh, okay. Okay, warte. Jetzt hier so bleiben. Nochmal auswählen. Zielen. Alter, du musst dann treffen, verdammter Penner. Timing and everything. Raz, keep it down. Oh, sorry. Just got a little carried away. Well, I know how you feel. The pressure's getting to me too. In any case, this next target is the last. Let's... Claude, calm down. You're freaking me out. Hey, did you hear something? Okay. Ich bin versteckt, passt.
Jetzt ist bloß die Frage, komme ich mit dem dann über? So. I got this.